Hallo und herzlich willkommen zurück bei Banish. Da sind wir wieder. Zurück in unserer wunderschönen kleinen Stadt und es ist Frühherbst, sehe ich gerade. Sehr, sehr schön. Und die Sterbewelle nimmt einfach nicht ab. Ich möchte weinen. Das ist so deprimierend. Der einzige Vorteil ist, dass wir dadurch einfach ein paar neue Häuser, also dass die Häuser halt frei werden. Aber, naja, nicht so schön. Kann man aber gerade nicht so viel machen. Leider. Deral ist erwachsen geworden und ein Kind namens Ellie wurde geboren. So, jetzt gucke ich mal, ob ich hier noch irgendwo... Ihr wisst, was ich suche. Da ist noch was. Oh, ja, gut. Es ist Winter, die Bauern haben jetzt bald eh nichts mehr zu tun. Jagen wir euch mal so ein bisschen durch die Gegend. Bis der jeder Gang macht schlank. Ich übersehe auch hier gerne mal was. Wir brauchen Eisen. Und das ein bisschen dringend. Hier ist der Entenberg. So. Das sollte soweit reichen. Der Winter ist da. Naja, fast. Und dann werden die Leutchen hier erstmal eh wieder... Ihr wisst, warum ich hier bin. Guckt sie euch an. Ich feiere sie. Ich will hier noch einen Baum. Warte. Was wollen wir machen? Apfel. Kirsche. Chestnut. Peach. Pecanus. Nee. Sieht eigentlich irgendwie am hübschesten aus. So, ich habe jetzt hier einen Apfelbaum gepflanzt. Ja, ich war so dreist. Der benötigt einen Setzling und einen Arbeiter. So. Jetzt werde ich einmal hier gucken, dass ich die Setzlinge so ein bisschen runterschraube, dass wir auch den Setzling haben. Das sollte reichen. Wir haben Brennholz. Dann packen wir hier mal noch ein bisschen rein. Aber nur ein bisschen. So 500. Und dann wird hier raus ein süßer kleiner Apfelbaum. Das ist von der Deko. Mod, die ich habe. Oh, ich sehe da was. Stimmt, wir haben ja Schafis. Hab ich ja schon wieder fast vergessen. Und wir haben Wolle. Oh mein Gott, wir haben Wolle. Ich brauche noch einen zweiten Schneider. Dann kann ich mich da... riskieren wir. Mach Wollmäntel. Einen guten Tag. Was haben Sie für uns? Geben Sie mir Handel. Naja. Pflaumen. Haben wir Pflaumen? Ich bin verunsichert. Haben wir Pflaumen? Wir haben keine Pflaumen, ne? Wollen wir Pflaumen? Erstmal hier gucken. Ich glaube, wir wollen Pflaumen. Ah, der Baum wird gebaut. Guckt euch an, wie der Baum gesägt wird. Oh nein, das Kürbisfeld geht kaputt. Das meinte ich. Mit wenn es wenn sie es nicht zu schnell geschissen kriegen. Dann geht einfach die Erntefratze, weil der Winter kommt. Verdammte Axt. Alter, wie die den Baum da hochhämmert. Ernsthaft, die ist kurz vor Ende. Guckt euch das an, die Ernte geht kaputt. Ist egal. Hm.
Die gute Ernte. Das wird es auf jeden Fall um Längen weniger, weil die halbe Ernte einfach nur sich verdünnisiert hat. Verdammt. Oh, die muss ich jetzt auch runter. Nee, der Setzling ist schon drin. Das heißt, es kann wieder so bleiben. Jetzt haben wir Pflaumen. Wir brauchen mehr Felder, hätte ich jetzt schon wieder fast gesagt. Ja, schade. Jetzt bau den blöden Apfelbaum zu Ende. Allein die Tatsache, dass ich sage, bau den Apfelbaum zu Ende. Oh, das eine Haus ist... Ich beobachte es. Das ist abgerissen, das ist schon mal sehr schön. Und das ist im Bau, das ist sogar noch schöner. Und ich will, dass du den Apfelbaum zu Ende sägst. Bau ihn. Da steht er, der Apfelbaum. Er wurde gebaut. Wunderhübsch. Diese Bäume geben keine Ernte. Also, man sieht's. Die sehen einfach nur schön aus. Es klingt jetzt ein bisschen stumpf, ist aber so. Haben wir wieder Eisen? Sehr schön. Seid ihr hier das am Wegzimmern? Ich hoffe doch mal. Hier ist auch noch nichts. Genau, das hatte ich gebaut. Dass da schon mal ein bisschen was hingebracht wird. Für einige ein, zwei Sonderfolgen. Wo wir uns dann nur damit beschäftigen. Natürlich hiermit. Und dann hier ganz viel sehr cool machen. Aber dazu dann später. Ich will nur, dass hier schon die Zutaten da sind. Also die Zutaten von dem Haus. Wie auch immer. Wir haben jetzt ein bisschen Eisen, was jetzt nicht zum Dank unserer Mine ist. Okay, die Mine ist auch gerade ein wenig, sehr wenig besetzt. Einfach nur, was ist hier los? Mein Gott, ich habe die Food-Ressourcen schon wieder überschritten. Wisst ihr was? So, viel Vergnügen. Da habt ihr ein bisschen was zu tun. Hier fehlen immer noch Straßen, die nicht gebaut wurden. Wie sieht's hier aus? Hier ist mittlerweile alles gemacht. Hier... Blub, 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 auch. Und hier auch. Das ist perfekt. Wusch. So, hier müssen nur noch drei Eisen rein. Dann haben wir das schon mal erledigt. Das ist sehr, sehr schön. Ich müsste hier noch die Steinwege machen. Da kommen die drei Eisen. Oder? Yep. Und weg. So. Dann machen wir jetzt hier einfach die Steinwege. Weil jetzt schon alles Stein ist, bis auf der Kappe ist hier. Genau, wir haben ja noch hier die Mühle. Die ist in Betrieb, ne? Ja. Hab ich schon ja ganz vergessen, die Mühle. Das eine Steinhaus ist fertig. Sehr schön. Das ist... Das war jetzt voll schlau. Die Straßen sorgen aber auch dafür, dass uns so langsam so ein bisschen die Steine ausgehen. Aber das ist okay. Dafür sind sie ja da. So, habe ich jetzt alles auf Stein geupgradet. Normani wurde eingeschult. Yeah. Hier ist Stein, hier ist Stein. Hier ist Stein. Hier ist Stein. Hier auch. Hier, hier. Hier noch nicht. Stimmt, da haben wir das Hostel gebaut, das eine. Dann werden jetzt die Sachen wieder rausgetragen, weil die Leute ausgezogen sind. Dann muss hier noch das hin. Hier ist auch alles. Zumindest ist es geplant. Hier noch nicht. Also, nicht ganz. Warum eigentlich nicht? Was macht das für einen Sinn? Nur vor der Kirche? Ich frag mich. Ich mache manchmal Dinge, die ergeben keinen Sinn. Yay, so viele Kiddies wurden eingeschult. Nice. Hier sind 5 und hier sind 16. Sehr schön. Es wuppt, ne? Es wuppt daher. Und schon wieder ist jemand an Altersschwäche gestorben. Ich sollte die Klappe halten. Yay, yeah, es ist schon wieder einer eingezogen. Es ist schon wieder Leute eingeschult worden. Yay. Aber guck mal, einer stirbt, einer wird neu geboren. Die Force. Force, wie auch immer. Ich bin nicht worth da drin.
Überhaupt nicht. So, und das nächste Haus. Da ist es. Ist wohl noch niemand da, der daran einziehen kann? Ja. Scheinbar ein junges Pärchen, weil die anderen Leute wahrscheinlich an Altersschwäche irgendwie. Naja. Ihr wisst schon. Hast du schon Wollmäntel gemacht? 12 Stück. So lob ich mir das. Kuppel, Kuppel. Was? Wie sieht's hier aus? Hühnerfleisch und Eier. Perfekt. Wie sieht es hier aus? 5 Schafis. Sehr schön. Und Wolle. Das ist doch eigentlich echt. Haben wir eigentlich jetzt. Bist du immer noch hier? Oh, tut mir leid. Sorry. Ich wollte dich nicht aufhalten, ne? Ich habe dich einfach mal gekonnt wegignoriert. Bisschen den Tacho im Auge behalten. Ja, ist doch nice. Läuft bei uns. Jetzt ist das. Wir haben 21 Kinder im Anschlag. Wir haben immer noch ein paar Leutchen, die ein bisschen. Naja. Ich sage mal liebevoll, die das Zeitliche segnen. Das Haus wird auf jeden Fall noch frei. Das wird frei. Das wird bald frei. Das auch. Wir haben relativ viele Alte. Genau, dich hatte ich ja eingestellt, weil wir genug Werkzeuge haben. Aber ich muss wohl noch ein, zwei Häuserchen bauen. Es sind immer noch Häuser. Das, das, das. Mache ich es jetzt so oder mache ich es so? Ich mache es so. Mache ich noch eins direkt daneben, dann habe ich 2 Häuser wieder. Besser ist das. So, dann haben wir das auch. Sehr, sehr schön. Soll ich denn gleich das schon mal anfangen mitbauen? Ich weiß noch nicht. Ich könnte natürlich unsere Feldamana. Nee, ich mache jetzt nicht noch mehr Felder, weil hier sind ja noch ein paar Leute, ein paar Fältchen, die ich bestücken kann. Und wir können auch langsam mal so wieder, weiß nicht, so ein Viertel hier hochbauen. Es ist gerade hier so die Grenze. Habe ich schon ein Schwimmbad gebaut? Ich muss gestehen, ich weiß es gerade nicht. Ich glaube nicht, ne? Ja, ich kann hier ein Schwimmbad bauen. Da. Ich kann auch hier einen Zahnarzt, einen Friseur. Ja, okay, Krankenhaus, Apotheke, Bücherei haben wir, Kirche haben wir. Schule haben wir eigentlich auch genug. Better Health. Klingt gut. Ich glaube, ich muss davon ausgehen. Ja, noch eins. Ja, schade. Einfach nur, weil ich es kann. Und dieser Stein muss weg. Er muss weg. Stört mich hier. Ich finde ihn da nicht hübsch. So, jetzt machen wir wieder hier diese wichtigsten Sachen, und zwar die Wege dazwischen. Ja, ich weiß, ich verbrate gerade wieder eine Menge Stein. Das ist es mir aber wert. Vor allem habe ich sogar hier noch Möglichkeiten. Ha! Wer hätte das gedacht? So, das sind die Sachen, die habe ich jetzt. Dann mache ich, glaube ich, sogar Schwimmbad hier hin. So, hier sind dazwischen. Aber dazu erst gleich. Yeah, jetzt ist schon wieder jemand erwachsen geworden. So muss das hier. Ich brauche Leute. So, Steinhaus. Das sind diese hier. Hier gibt es wieder fleißig Pfirsiche. Sehr schön. Ist denn schon wieder soweit? Ach, die Zeit vergeht wie im Flug hier.
wie sie alle wieder fleißig sind. Zack, eingezogen. Nice. Nächstes Haus. Und da ist noch jemand erwachsen geworden. So, machen wir mal so. Dann kann das Badehaus auch direkt gebaut werden. Wenn es hier heißt, die Leute sollen... Ja, es ist gleich. Gesund, das sorgt dafür, dass die Leute gesünder leben. Dann natürlich gerne her damit. Einfach damit dieses halbe Herz wieder wegkommt. Es nervt mich. Ich finde das immer so deprimierend, weißt du, das ist alles super. Dann hast du so ein halbes Herz. So ein halbes. Und du fragst dich, warum? Warum ist dieses halbe Herz da? Was hat es verbrochen? Hat es eine Geschichte? Und wenn, welche? Ich kann hier anklicken, wie ich will. Es verrät es mir leider nicht. Das wäre vielleicht noch eine gute Maßnahme für Banished, dass dir das Herz vielleicht noch verrät, was deine Leute wollen. Ich meine, hallo? Ich weiß jetzt nicht, ob das zu ihrer Gesundheit beiträgt. Wahrscheinlich eher weniger. Aber ihr habt Met. Ich liebe Met. Das ist super geil. Guck mal, jetzt habt ihr jetzt sogar noch bald ein Schwimmbad. Vielleicht hilft euch das ja. Ihr habt Wohnungen. Ihr habt Steinwohnungen. 80% eurer Leute haben Steinwohnungen. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau 80% sind. Wahrscheinlich sind es weniger oder mehr. Ich weiß es nicht. Ich müsste es nachrechnen, aber ich habe da keine Lust zu. Gebe ich ja offen zu. So, hier möchte ich noch irgendwas Cooles machen. Hier werde ich was Cooles machen. Wie viel Platz ist hier noch eigentlich drin? Okay. Wir müssen aufpassen. Weil wenn der Friedhof zu voll wird, haben die Leute keinen Ort mehr, wo sie, naja, tot rumliegen können. Klingt bitter, ist aber so. Das werde ich auch noch bauen. Aber es wird keiner drin arbeiten. Ich will es nur bauen. Dann ist es nämlich fertig. Für das, was ich vorhabe. Und hier sprießt es wieder. Da ist der Kohl. Da ist, was ist das? Der Weizen. Es ist jemand tot. Oh, Gladyson ist während der Geburt gestorben. Sowas ist immer bitter. Aber wir haben genug Leute da, die Person ersetzen können. Aber ja, während der Geburt sterben, das ist halt das finstere Mittelalter hier. Also hier sterben auch die Leute während der Geburt. Es ist nichts mit Hightech. Klar, du hast ein Badehaus oder ähnliches. Jetzt ist die Frage, ob Marla wirklich geboren wurde von Gladyson oder von was anderem. Egal. Marla wurde geboren. Gladyson ist gestorben. Es ist a circle of life. Ich fange nicht an zu singen. Es wäre grauenvoll. Es wäre wirklich grauenvoll. Das tue ich euch nicht an. Aber gut. Naja, eigentlich nicht gut, aber... Es ist halt so. Und Kenda ist gestorben und wurde ersetzt. Und es wurde wieder jemand eingeschult und... Jetzt gehen mir die Leute doch wieder aus. Ach Gott. Wo wollt ihr nur hin? Ihr Mut hier so rum. Das sind immer noch 5 Schafis. Ich will mehr. Gib mir mehr Schafis. Hier bin ich jetzt mal gespannt, wie das aussieht. Beim Badehaus bin ich auch gespannt, aber das geht irgendwie schneller gerade. Guck mal, die Bäumchen. Als würden sie atmen. Okay. Hat ein bisschen Ähnlichkeit von einem Hostel gerade. Jetzt gehst du weg, du Sau. Gucken wir uns das Badehaus an. Das wird zeitgleich gebaut, also passt das. Wo ist das Schwimmbecken? Es geht hier auch weg. Och, Manno! Ihr nehmt mir den ganzen Spaß. Naja, nicht ganz, nicht wirklich. Aber ich wollte es einfach mal gesagt haben. Was es natürlich noch genial gewesen wäre, wenn ich beispielsweise bei sowas hier einfach die doppelte Straßenbreite genommen hätte. Oder bei allen die doppelte Straßenbreite. Das wird eine richtig schöne Breite. Ich erwähne gerade breite Straßen, glaube ich, 5-mal. Egal. Jetzt ist es eh zu spät, weil jetzt habe ich hier alles. Weil hier habe ich einfach alles mega eng gebaut. Es ist fertig. Okay, was kann es? Ich finde. Artefakte. Okay. Dafür brauche ich 2 Leute. Okay. Später. Das verwirrt mich jetzt gerade noch, aber ich werde da schon gucken.
Lian ist erwachsen geworden. Ein Kind namens Mozzelamae wurde geboren. Ich musste an Mozzarella denken. Sympathisches Kind. So, Wolle alle, mach wieder Leder. Das Badehaus wird gebaut, nicht geboren. Ich sehe da immer noch keinen. Kein Wasser. Oder kein Pool. Schade. Das wäre geil gewesen, wenn du so ein Poolbecken gesehen hättest. Das wäre wirklich cool. Hier werde ich jetzt auf jeden Fall irgendjemanden einstellen. Was ist das hier? Das ist der Pool. Wunderhübsch. Ich glaube, das ist ein Arzt. Genau. Ach, das ist ein Blümchen. Oh, wie süß. Blümchen. So. Ihr könnt jetzt schwimmen, Leute. Da ist ein Arzt, der arbeitet hier. Der zeigt euch, wie das geht. Oder belebt euch wieder. Dana ist erwachsen geworden. Es wurde jemand eingeschult und zack, ist wieder jemand tot. Super. Das ist immer so ein gehopst wie gesprungen. So. Wisst ihr was? Wir haben hier noch eine Mission für uns. Diese Mission heißt Häusle-Umstrukturierung. Wie viele muss ich hier sein, die noch machen? Ich mache hier so 30.000 Folgen, diese Haus-Upgradung. 1, 2. 8 Stück nur noch. Plus die beiden, die ich jetzt im Anschlag habe. Wie geil. Das freut mir, weil das ist langsam echt. Man hört es, es ist ermüdend. Die ganze Zeit diese Häuser. Einfach nur ermüdend. Was haben wir denn hier noch Hübsches alles? Also ich habe noch das. Ich habe Stonehenge. Und ich habe diese Mini. Und die Kirche. Gut. Aber das machen wir, wie gesagt, in der Sonderfolge. Die werde ich heute nicht aufnehmen. Weil ich nicht ganz so viel Zeit habe heute für die Aufnahmen. Aber Aufnahmen und heute. Machen wir gleich. Wenn ich schon anfange zu reden, können wir auch gleich so machen. Und so machen. Ich mache heute eine kleine Aufnahmesession. Wahrscheinlich nur so 2, maximal 3 Folgen. Okay, ich mache meistens auch nur 3 Folgen oder 4. Werde auf jeden Fall morgen nochmal eine versuchen. Oder mal sehen. Ich verspreche jetzt einfach nichts. Wie gesagt, Folge für heute ist jetzt eh vorbei. Wir beenden diese Folge im wunderschönen Frühsommer und mal wieder mit Regen im Ohr. Dieses dezente Plätschern. Und wenn ich dann aus dem Fenster gucke, ist strahlender Sonnenschein. Verstörend. Aber gut. Gut, meine lieben Freunde. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag noch. Und wir sehen uns in der nächsten, oder wir hören uns eher in der nächsten Folge von Banish. Bis bald!